Hallo, hier ist Ellen Atwood und ich grüße alle Hörerinnen von Herms Promikorner. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Herms Promikorner. Ich freue mich sehr, eine tolle junge Künstlerin heute via Zoom begrüßen zu dürfen. Sie sitzt auf der anderen Seite des Bildschirms. Ihr könnt sie nur hören, ich kann sie auch sehen und ich freue mich, dass sie da ist. Hallo, Ellen Atwood. Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ellen, bevor wir über dein aktuelles Album Humboldt Street reden, würde ich dich vielleicht bitten, so zwei, drei Sätze mal kurz zu dir zu erzählen. Und vielleicht auch gleich damit, wie bist du zur Musik gekommen? Hast du das von zu Hause aus mitbekommen? Mitbekommen von deinen Eltern, deinen Großeltern oder von wem auch immer? Ja, also ich bin Ellen Atwood aus den USA. Ich wohne in Bremen jetzt, bin Singer-Songwriterin seit ungefähr 2021. Aber ich habe ganz, ganz früh mit Musik angefangen, schon mit 6. Also ich habe immer rumgehauen auf dem Klavier, was zu Hause lag. Irgendwann haben meine Eltern aufgegeben und sagte, hey, lass uns dir ein bisschen Unterricht holen. Und dann ging es los und ich war total in dem Klavier verliebt mein ganzes Leben lang. Ja, habe wirklich eine sehr enge Beziehung mit Musik gehabt seitdem. Wenn du mit 6 schon auf dem Klavier rumgehauen hast, da werden ja sicherlich irgendwann auch mal so Melodiearten rausgekommen sein, wo du sagst, da kann ich auch zu singen. Kannst du dich aber ganz bewusst vielleicht noch erinnern an den ersten Song, in Anführungsstrichen, den du geschrieben hast? Ja, also es gab mit 9 gab es einen Wettbewerb in meiner Heimstadt für Songschreiben. Und ich habe damals mit meiner Klavierlehrerin zusammengesessen und ein bisschen so rumgespielt und einen Song selber geschrieben und dann auch notiert, also mit Noten und so. Das gab's, also damals gab's keinen Text, es war nur auf Klavier, aber ich erinnere mich, ich war sehr, sehr stolz und ein bisschen verliebt in das, auch in das Komponieren. Kommen wir jetzt ja gleich zu deinem Album. Du hast es eben so ein bisschen angedeutet, du bist aus Virginia, aus der Nähe von Virginia oder aus der Ecke jedenfalls, 2019 nach Bremen gegangen, also einmal über den großen Teich. Was hat dich nach Bremen verschlagen? Ja, ist eine sehr gute Frage. Bremen war nicht unbedingt in meinem Kopf, aber ich wollte unbedingt nach Deutschland ziehen, weil ich habe 2 Jahre an der Uni Deutsch gelernt und hatte ein großes Interesse, einfach irgendwann fließend zu werden in dieser Sprache. Bin dann einfach nach meiner Uni-Zeit direkt nach Hamburg gezogen erstmal für 6 Monate. Und dann wollte ich nicht weggehen und habe dann eine Stelle bekommen als Englischlehrerin in der Nähe von Bremen. Und da bin ich nach Bremen gezogen. Es ist einfach eine tolle Stadt. Ich bin total, fühle mich total wohl hier und es ist sehr gemütlich und irgendwie schwer wegzugehen. Deswegen bin ich noch hier. Das kann ich durchaus verstehen. Ich war auch ab und zu mal in Bremen und naja gut, die Schlachte, ich glaube, das weiß jeder Bremer oder der da wählt, wovon ich rede, ist eine nette Gegend, aber Bremen, die Innenstadt oder am Wasser an der Weser, das ist echt, echt schöner. Kann man nur gratulieren dazu, dass du dich dafür für Bremen entschieden hast. Und das mit dem fließend Deutsch, das hat ja sensationell geklappt. Das Kompliment muss ich jetzt einfach mal geben. Du könntest auch gerne Deutschunterricht geben. Ich glaube, das würde man den Unterschied nicht wirklich merken. Kommen wir mal zu dem Thema live. Du musst ja deine Songs auch ein bisschen präsentieren, damit du so ein bisschen Leute kennenlernst und dein Publikum dir erspielst. Da würde ich jetzt gerne mal so ein kleines Geheimnis vielleicht herausfinden. Gibt es, bevor du auf die Bühne gehst, sozusagen Rituale oder Spleens, die, so 10 Minuten vorher oder eine halbe Stunde vorher, die du verraten magst, wenn es die denn gibt? Ehrlich gesagt nicht. Ich trete besser auf, wenn ich ganz spontan einfach loslege auf der Bühne und nicht so viel davor nachdenke oder irgendeine Rituale durchgehe, weil ich bin auch ein Typ, der sehr, sehr schnell in meinem Kopf kommt. Also irgendwann, wenn ich zu viel nachdenke, dann wird's mir zu nervös und dann habe ich richtig Lampenfieber. Also ich bin lieber so einfach auf die Bühne springen und los und nicht denken. Und das funktioniert soweit. Dann nehme ich jetzt mal den Begriff auf die Bühne springen und loslegen. Wie wichtig ist dir der Austausch mit Publikum? Also ich glaube, in Neudeutsch nennt man das Interaction with the Audience, um das jetzt mal so zu sagen. Ist das für dich wichtig? Ist es das, wofür du das auch gerne machst? Ja, auch schon. Also ohne das Publikum gibt's keinen Grund aufzutreten. Und es ist immer sehr schön, eine Resonanz zu finden zwischen Performer und Publikum. Und ich hoffe, dass meine Songs auch
dass das Publikum das auch versteht, also so die Texte und das Hintergrund. Ich versuche auch ein bisschen mal, also Geschichten zu erzählen, bevor ich einen Song spiele und da ein bisschen Kontext zu geben. Dann steigen wir jetzt mal ein ins Album, um die Songs, die auch das Publikum dann ja zu hören kriegt. Und zwar hast du das Album Humboldt Street genannt. Wenn ich das irgendwo richtig recherchiert habe, ist das die Straße, in der du in Bremen wohnst. Kann das sein? Ja, das ist das. Seit 3 Jahren. Genau. Ich habe die CD hier jetzt vor mir liegen und da würde mich mal interessieren, Alan, ich sage das jetzt mal so ein bisschen bildlich, der Postbote oder die Postbotin klingelt bei dir und sagt, hier, Frau Edward, hier sind Ihre CDs. Wie war das Gefühl, als du sozusagen die CD in der Hand hattest oder wusstest so, jetzt ist es draußen, jetzt kann ich da auch nichts mehr gegen machen? So, was ging da in dir vor? Einfach nur stolz sein und Erleichterung. Ich war mit diesem Albumprojekt am Ende sehr, sehr zufrieden. Also von der Bogen des Geschichtes, also durch den Album, durch alle 8 Songs, habe ich wirklich alles gesagt zu dem Thema, was ich sagen wollte. Das Produktion war auch mega schön am Ende und es war einfach, ja, ein Gefühl von glücklich sein und es ist endlich fertig und das ist schön. Man kann sehen, sie strahlt immer noch, wenn wir da drüber reden. Ja. Du hast jetzt eben ja gerade gesagt, dass da 8 Songs auf der CD drauf sind. Auch vorhin hatten wir im Vorgespräch auch drüber gesprochen. Du hattest so ein bisschen Singer-Songwriter als Oberbegriff für die Stilrichtung genutzt. Wobei ich einfach sage, das ist natürlich immer so ein Oberbegriff. Da gibt es ja viele Unterarten oder Einflüsse und so weiter. Und ich würde das jetzt ganz gerne vielleicht mal ein bisschen anders machen. Für viele, die sich jetzt fragen, okay, was macht denn Alan Edward für Musik? Und ich nehme jetzt mal alle 8 Songs, wenn du die bitte mal so als Gesamtes siehst und das dann den Hörern beschreiben solltest, eine Art Haus. Was für eine Art Haus wäre das? Was ist ich, Garten, 3 Etagen, Villa Kunterbunt oder Bungalow oder Villa oder keine Ahnung. Aber wie würdest du das als Haus beschreiben, um diese 8 Songs den Hörern bildlich so ein bisschen näher zu bringen? Als Haus, also wie ein Gebäude. Wie ein Gebäude, also wie auch immer das Gebäude aussieht, ob es ein Einfamilienhaus ist, ob du sagst, das ist ein Bürogebäudekomplex oder was auch immer dir spontan eben dazu einfällt, um zu beschreiben, was diese 8 Songs, ich will nicht sagen aussagen, aber zumindest einen anderen Eindruck geben, was einen da erwartet. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das Haus sieht von außen ein bisschen dunkel aus, vielleicht. Also vielleicht dunkelblau oder grau bemalt. Und dann da drin, aber gibt's ganz viele Gegenstände, die vielleicht persönlicher sind, die ein bisschen das Persönlichkeit zeigt von mir als Künstlerin. Vielleicht auch ein gemütliches Sofa, eine Badewanne. Damit alles zu sagen, dass ich habe versucht, in dem Album so ein bisschen tiefer meine Persönlichkeit zu zeigen und meine Geschichten zu erzählen, aber in so eine Gefäß von Dunkelheit vielleicht oder ein bisschen düster in die Richtung. Ich weiß nicht, ob das die Frage gut beantwortet. Nein, das ist ja in Ordnung. Du hast ja Sofa und deine Badewanne hat ja auch nur eine bestimmte Rolle. Da komme ich gleich nochmal darauf zu. Aber ich glaube, genau das, was du ausdrückst, dieses Haus ist wahrscheinlich von innen sehr facettenreich, so wie deine Songs letztendlich auch sind. Und ich glaube, das hat schon ganz gut getroffen, dass man eben nicht sagt, so, das ist ein gelbes, grelles, weißes, leuchtendes Haus, sondern es ist halt ein bisschen auch das, was man ja in der Seele so ein bisschen hat, mal das Dunkle und nicht immer alles toll und leuchten und so weiter. Aber lass uns über den einen oder anderen Song nochmal sprechen. Und ich habe mir die auch rausgesucht, zu denen du ein Video hast, weil ich das immer sehr interessant finde. Wenn man einen Song schreibt, hat man ja manchmal auch schon Ideen im Kopf, wie man das bildlich umsetzt. Ich weiß nicht, ob das hier in den Fällen auch so war. Aber ich fange mal an mit Birthday. Das ist ja eigentlich eher so eine tragische Liebesgeschichte. Es gibt den Menschen nicht mehr, den man liebt und der hat jetzt Geburtstag und da ist jemand anders da, der mit dem Geburtstag feiert. Und ich fand das eigentlich ganz schön, dass du so die Butter aufs Brot haust, eigentlich gar nicht schmierst, sondern einfach nur das Messer so darauf knallst, um nur ein Bild zu nehmen oder nachher den Golf zerschlägst auf dem Schrottplatz. Mhm. Und als letztes so richtig, wie man sich das als Kind eigentlich immer erträumt, so ein riesen Tortenstück zu nehmen und da so richtig reinzubeißen, egal wie das rumschmoddert. Ich sag das jetzt mal so, ob der Kuchen durch die Gegend fliegt oder nicht. Ich hatte so für mich den Eindruck, auch wenn der Song ja eigentlich eher traurig ist,
Du hattest eine Menge Spaß bei dem Videodreh, kann das sein? Ja, das war sehr besonders, ja. Okay, erzähl doch mal, wie du auf die Story gekommen bist. Meistens ist es ja auch eben so Eigenerfahrung, dass man so sagt, Liebeskummer und so weiter. Das war hier jetzt so eine Art Verarbeitung, habe ich das Gefühl. Aber war dir das von vornherein klar, dass du auch diese Umsetzung so machen willst? Nein, also auf gar keinen Fall. Es war eine interessante, also Zusammenkommen mit dem Video, weil als ich den Song geschrieben habe, war das ganz am Anfang meine Verarbeitung dieser Situation und dieser Liebeskummer, wie du gesagt hast. Und ich war noch sehr, sehr tief drin und sehr traurig. Und das kommt auch vor in den Texten des Songs. Bis ich zu dem Zeitpunkt gekommen bin, wo ich das Video drehen wollte, hatte ich aber eine totale andere Perspektive im Kopf mit dieser Situation. Und ich wollte das ein bisschen auf den Kopf drehen und anstatt zu leiden über diesen Typ, über diese Situation, dann einfach mich als so Single Lady sozusagen zelebrieren. Und das habe ich dann versucht umzusetzen in dem Video. Das selbst zelebrieren und Spaß haben und auch ein bisschen dieses Wut rauszulassen, weil da war auch ganz viel Wut drin. Ich finde es voll wichtig, dass Frauen auch zeigen, wie sie deren Wut rauslassen können. Das war mir auch wichtig. Na, der Golf musste drunter leiden in dem Fall dann, ja. Ja, genau. Ja. Dann gibt es noch einen Song, den ich persönlich großartig finde. Wie ich den das erste Mal gehört habe, ich dachte, wow, der gefällt mir total. Heißt Small. Man könnte das jetzt dünn oder klein übersetzen. In Deutsch gibt es ja immer so manchmal auch so mehrere Möglichkeiten. Aber was ich sehr beeindruckend fand, und das weiß ich jetzt natürlich nicht, ob es Kinderaufnahmen von dir sind, so habe ich jedenfalls den Eindruck mit deinem Bruder, nehme ich mal an, der da mit dabei ist. Wie du jetzt sozusagen den Song hattest und die Bilder dazu gemacht hast und dir die alten, ich sag mal, Super 8 Filme deiner Kindheit rausgeholt hast und dir angeguckt hast. Was ging da in dir vor? Weil das ist ja nun wirklich eine richtige Zeitreise, wenn man diese alten Aufnahmen sehen kann. Ja, das war sehr, am Anfang war es ehrlich gesagt sehr schwer, die Videos anzugucken. Ich war damals sehr tief beschäftigt mit dem Thema inneres Kind. Also das inneres Kind wieder sehen, treffen. Also das ganze Video habe ich selber zusammengeschnitten und es dauerte insgesamt 4 Wochen von Anfang bis Ende. Und über diese 4 Wochen war aber eine große, ich habe viel gewachsen dadurch. Also von Anfang an war es sehr traurig und ich wollte ein bisschen weg von diesen Videos, aber dann nach und nach habe ich wirklich eine Beziehung zu diesem kleinen Mädchen wieder aufgebaut und habe am Ende dann nur Liebe gefühlt für das Kind. Und das war ein sehr schöner Prozess und sehr wichtigen Prozess, was auch zusammen mit dem Thema des Songs gekommen ist. Das ist jetzt großartig, aber ich habe trotzdem noch eine abschließende Frage zu dem Song und dem Video. Liebst du Eis? Ja. Klar. Das fällt zumindest gerade am Ende dann doch auf, wie was für Schleckermaul du dann immer noch geblieben bist, wie als kleines Kind auch heute wahrscheinlich noch. Ja, genau. Dann habe ich noch einen Song und da finde ich das Video grandios. Und ich habe mich nur gefragt, hat sie sich danach eine Erkältung geholt oder ist sie da drinnen erfroren? Weil ich konnte mir das kaum fassen, wie ich das gesehen habe. Bathroom Sink. Du spiegelst in diesem Song letztendlich einen Tag in der Badewanne wieder. Vom Schlafen, Zähneputzen, Anziehen. Also das muss man sich mal vorstellen. Da ist ein nasses T-Shirt, was du dir anziehst. Ja, also jeder wäre froh, wenn er das nicht macht. Du hast wirklich so einen Tag in der Badewanne dargestellt. Wie oft hast du denn das Wasser gewechselt? Ich meine, das wird irgendwann kalt, wenn es halbwegs lauwarm oder warm ist. Also ist es ja irre. Das war das ungemütlichste Videodreh, den ich jemals hatte, auf jeden Fall. Also ich glaube, an dem Tag haben wir 3 Stunden insgesamt gedreht. Ich saß da in der Badewanne ziemlich lang, habe aber auch eine Pause zwischendurch gemacht. Und wir mussten, das Hauptproblem war tatsächlich, weil das war eine Ein-Take-Video, also keine Cuts zwischendurch. Und ich habe am Anfang diese Cornflakes rausgekippt, das Cereal. Und das Hauptproblem war, dass die Cornflakes immer in dem Wasser geschwommen haben und wir mussten nach jedem Take den alle rausfischen, also mit einem Sieb. Und das hat immer, ja, ein bisschen länger gedauert und ich hatte danach, nach diese 3 Stunden, richtig schlechte Laune. Ich wollte nur warm duschen und ins Bett.
Das kann ich mir vorstellen. Vielleicht magst du noch ein, zwei Sätze zum Song selber sagen. Bathroom Sink, versunkenes Badezimmer, würde ich jetzt so auf Deutsch einfach dazu sagen. Worum geht's dir oder warum war dir das so wichtig, auch das bildlich so hinzustellen? Ja, also das Lied geht um meinen schlechtesten Tag in dieser Phase. Was das Hauptthema des Lieds ist eigentlich Klaustrophobie, so eine Art Gefangenwerden in den Emotionen, die man fühlt. Das Gefühl, dass man nicht rausgehen kann, nicht weglaufen kann von diesem deprimierendes Gefühl. Das ist auch, also das ist manchmal sehr überfordernd. Und das habe ich auch erlebt und das Lied geht auch darum. Und in dem Video habe ich auch versucht, mit dem Wasser-Metapher ein bisschen das Gefangen in Emotionen darzustellen, dass ich den ganzen Tag lang in diese Emotionen sitzen musste. Und es war sehr unangenehm und ja, bin da aufgewachsen, wieder eingeschlafen und so weiter. Und darum geht es ein bisschen, ohne zu tief da rein zu gehen. Das Video ist jetzt unabhängig davon, ob man gute Englischkenntnisse hat oder nicht und weiß, aber das ist alleine sehenswert, weil ich das total positiv verrückt fand, sich das anzutun, 3 Stunden, die du eben jetzt in der Badewanne zu verbringen. Ich möchte ganz gerne nochmal auf die CD kommen und zwar auf das Cover. Es ist vorne so ein bisschen, du bist so rötlich dargestellt, drumherum ist ein dunkles Blau und dann zieht sich eben ein roter Faden sozusagen am oberen Ende durch und wenn man es aufmacht, nochmal und da ändert dann sozusagen auf der Innenseite rechts an deinen Haaren, die du so ein bisschen nach vorne ziehst, so eine Strähne. Was hat dieser roten Faden für dich für eine Bedeutung? Weil das ist ja sehr, sehr auffällig. Erstmal muss ich einen Riesendank an meine Künstlerin geben. Julia Preis hat das alles gestaltet und auch diese roten Faden mit mir zusammengestaltet. Und die roten Faden ist tatsächlich die Straße. Das ist Humboldtstraße. Wir haben das auf Google Maps dann eine Linie darüber gezeichnet von Humboldtstraße und die 3 viereckigen Punkte auf der Linie sind die Orte, wo ich gewohnt habe auf Humboldtstraße. Ja, dieses rote Faden ist das Album sehr wichtig, weil das Albumthema ist ein bisschen Zuhause in sich selbst finden. Es kommt zusammen mit dem, auch in dem echten Ort, in dem man wohnt. Das Zusammenhang ist dieser rote Faden quasi in dem Album. Also ich sage das jetzt mal so, wir haben das jetzt alles ein bisschen beschrieben, aber um einen wirklich richtigen Eindruck zu bekommen, sollte man sich auf jeden Fall die CD besorgen oder was heute eben alles so möglich ist und sich die wirklich hintereinander anhören. Und ich glaube, dann hat man auch ein Gefühl dafür, was du mit diesem roten Faden letztendlich meinst. Blicken wir mal ein bisschen in die Zukunft. Nehmen wir mal 2024. Was hast du jetzt vor mit den Songs, mit dem Album? Machst du eine kleine Tour, soweit das eben auch dein Job zulässt, sage ich jetzt mal in den Ferien oder wie auch immer? Oder bist du schon gedanklich beim zweiten Album oder was magst du uns schon verraten, was wir von Alan Atwood 2024 zu sehen, zu hören oder was auch immer bekommen? Ja, also gerade ist so eine Mischung aus verschiedenen Ideen. Ich möchte unbedingt einen kleinen Tour organisieren. Dafür möchte ich erstmal ein kleines Band besorgen. Das ist mein jetziges Projekt, ist andere Musiker zu holen, mit dem ich ein kleines Tour machen kann. Ja, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich diesen Album in so viel verschiedene Orte wie möglich präsentieren könnte. Ansonsten, ich merke, langsam fängt die neue Inspiration wieder an und das ist sehr, sehr schön, weil ich habe jetzt neue Themen, denen ich verarbeiten möchte, in Songs schreiben und das ist auch gleichzeitig die Freude, was jetzt kommen kann, nach so ein großes Projekt dann wieder das erste Stein anzufangen sozusagen. Die 2 Dinge laufen gerade. Kommen wir jetzt schon zu unserer letzten Frage im Gespräch und das wirklich so mal aus dem Bauch heraus ein. Das wäre mir jetzt ganz wichtig. Es klingelt an der Tür, da steht die gute Fee vor dir und sagt, Ellen, ich erfülle dir 3 Wünsche. Egal welche Art, für dich persönlich, für die Welt, beruflich, was auch immer dir wirklich so spontan einfällt, welche 3 dürften das sein? Wow, das ist eine große Frage. Okay, das Erste, was kommt sofort, ist, dass Musiker, die wirklich das Leidenschaft dafür haben, von deren Musik leben können. Also, dass sie fair bezahlt sind und dass sie das als Job machen könnten, das wäre toll. Ich würde mir auch wünschen, dass teleportieren könnte, weil ich wohne so weit weg von meiner Familie und meine Freunde
Und ich finde es voll schön, in Deutschland zu wohnen und möchte das gerade nicht ändern, aber es wäre ganz schön, wenn ich so mit einem Knopf einfach meine Familie besuchen konnte. Und als drittes wünschte ich mir einen Hund. Ich möchte einen Hund haben. Okay, dann hoffe ich, dass die gute Fee genau zugehört hat. Also das mit dem Teleportieren wird ein bisschen schwierig. Na gut, wer weiß, was noch alles so in den nächsten 50 Jahren vielleicht passiert. Das mit dem Hund kann man sicherlich auch irgendwie regeln. Gut, und das mit der Musikerszene, das ist, ich glaube, hinlänglich auch durch Corona bekannt. Nichtsdestotrotz, ich danke dir recht herzlich für das Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dich kennenzulernen, mit dir über deine Musik zu sprechen. Und ich hoffe, dass wenn dein kleiner Stein zu dem nächsten Haus gewachsen ist, nämlich das zweite Album ist, dass wir uns dann wieder sprechen und vielleicht auch persönlich kennenlernen. Jetzt aber erstmal herzlichen Dank, dass du Gast in meiner Sendung warst. Sehr gerne. Danke, Herms. Es war eine Freude für mich.